herzlich willkommen zu einem neuen Tag, einer neuen Woche. Es ist Montag, ich habe mich gestern verabschiedet und heute gleich wieder gemeldet. Das ist ja der Wahnsinn. Bin ich gar nicht gewohnt von mir. Ich hatte einen Frauenarzttermin und jetzt habe ich Bauchweh. Ach, die Untersuchung ist halt nicht so toll. Und zwar habe ich das Problem, dass ich zum Ende der 3-Monats-Spritze hin immer, meistens ist morgens von Schmerzen aufwache, und da könnte ich echt schreien vor Schmerzen. Geht dann eine Stunde und dann ist es wieder okay. Und jetzt hat er gesagt, also er hat auch untersucht und hat gesagt, normalerweise müsste die Schleimhaut in der Gebärmutter so 2 bis 3 Zentimeter dick, nein, nicht 2 bis 3 Zentimeter, 2 bis 3 Millimeter dick sein, und er sieht schon auf dem Ultraschall, dass das eben so 6 bis 7 Millimeter dick ist, und das sollte aber eigentlich die Spritze verhindern, was sie anscheinend nicht gut genug tut. Jetzt wollen wir probieren, dass ich die 3-Monats-Spritze etwas verkürze, also nicht 3 Monate, sondern 2,5. Und dann gucken wir, wie das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eine Spritze, die man auch auf 2 Monate verkürzen kann. Aber die ist teurer. Das heißt, ich zahle von Haus aus jetzt schon mehr, weil ich einen halben Monat weniger habe. Kostet ja 40 Euro. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich noch mehr zahlen. Es ist einfach so abartig. Es ist einfach so abartig, dass mit dem Geld gemacht wird, wo ich nichts dafür kann. Ja, und Endometriose ist halt noch zu wenig anerkannt, als dass viele Medikamente dafür freigegeben werden. Also es gibt, glaube ich, bloß 1 oder 2 Pillen, die gezahlt werden von den Krankenkassen aufgrund dieses Krankheitsbildes, und das war's. Habe ich aber ausprobiert, hat bei mir nicht funktioniert. Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach nicht schön. Ja, auf jeden Fall war ich dann einkaufen, einmal bei Edeka und einmal bei Lidl. Das wollte ich euch jetzt schnell zeigen. Ich war mal wieder als Schnäppchenjäger unterwegs. Den hat es einmal zum Geburtstag noch umsonst dazugegeben. 18 Eier, natürlich wieder, ihr kennt ja meine Eiersucht. Dann, weil ich heute Burger machen will und ich nicht weiß, ob das von HelloFresh noch gut ist, weil das tatsächlich ein bisschen länger liegt. Einmal Burger Buns kann ich auch brauchen, weil Alex sowieso später mal Burger machen will. Und dann bei Edeka habe ich runtergesetzt, gekauft für 1,35 einmal die mediterranen Focaccia, Garlic and Mozzarella. Genau, und die habe ich zweimal mitgenommen, waren zweimal runtergesetzt. Dann war auch runtergesetzt einmal der Salat bei Lidl, statt 2,29 für 1,60 €. Das ist der mit den Maultaschen, mögen wir sehr, sehr gerne. Den gab es eben zweimal, einmal für mich und meinen Mann. Dann bei Edeka war auch runtergesetzt, die wollte ich jetzt testen, Antipasti Selection, Kirschpaprika, Honey Peppers und Sweet Chili Peppers. Wie gesagt, 1,65 €. Gib mir der Platz aus. Und dann auch runtergesetzt, den werde ich probieren. Wenn nicht, dann Betty Meier bekommen, die freut sich bestimmt auch. Und wenn es unter das Essen gemischt wird, einmal von Fage total 0,2% Quark, Joghurt, keine Ahnung, Joghurt aus entraumter Milch, genau. So, dann war auch runtergesetzt, die tue ich ja gerade immer in diese Zero-Nudeln mit rein, für 1,15 € die Eismeier-Garnelen, zweimal. Dann bei Lidl, also das war bei Edeka, logischerweise gut und günstig, bei Lidl dürfte einmal mit Truthahn Brust Delikatesse Tulano. Dann, der gab es umsonst ab 5 Euro beim Edeka, habe ich meinem Mann mitgenommen, Black Orange, der hat ihm sehr geschmeckt. Dann haben wir Grillido, war diese Woche runtergesetzt. Ich hätte mir gedacht, ich krieg noch ein paar Würste, aber da gab es tatsächlich keine. Jetzt habe ich bloß... Ach, das ist nicht Grillido. Das ist Gasi. Habe ich mich verguckt. Ich dachte, das ist Grillido. Ja, egal. Jetzt habe ich es auf jeden Fall mitgenommen. Gasi Grill und Pfannenkäse mit 4 verschiedenen Chili, Kräuter, Natur und Honey Barbecue. Ja, hilft jetzt nicht. Zweimal. Einmal für mich und meinen Mann. Da sind wieder Hähnchen schenke. Dann einmal für meinen Mann Dulano leichte Delikatesse Geflügelsalami, weil die runtergesetzt war. Dann einmal den Käse, den gab es nämlich noch ein bisschen billiger über die App Gouda Jung. Dann für meinen Mann einmal Eradonas Weinblätter, der wollte unbedingt Weinblätter haben. Habe ich gesagt, muss ich gucken, ob es die gibt, die gibt es nicht immer. Dann 2 Wasser habe ich mitgenommen, und dann gab es noch umsonst einmal so ein Freeway Softdrink, da habe ich Cola Light mitgenommen, für mich natürlich. Dann gab es auch einmal in der App billiger, habe richtig gespart dieses Mal. Die Weizenbrötchen von Grafschafter kommen in die Gefriertruhe. Die gab es auch billiger, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt mit. Von Grafschafter American Style Vollkorn-Sandwich. Dann habe ich mir einmal geholt Eiweißbrot von Grafschafter. Ist leider nicht so billig, aber da ist mehr drin als beim Edeka. Und beim Edeka kostet es 1,99 € und die kostet es 1,99 €. Oh, jetzt ist mir die tatsächlich ein bisschen kaputt gegangen. Einmal von Milbona die Kräuterbutter habe ich mitgenommen zum Grillen nächstes Mal, weil wir nichts hatten. Einmal den Speisequark. Dann Knoblauchbutter passend dazu. Und das zeige ich euch jetzt so. Zweimal Gurken. Einmal eine Bibi-Wassermelone, war auch über die App runtergesetzt. Dann einmal Spitzpaprika, rote, dann einmal Tomaten, kleine. Ach ja, und hier unten, also einmal Bananen auch noch. Kommen gleich, obwohl da werde ich wahrscheinlich... Jetzt habe ich langsam keinen Platz mehr für das Zeug hier. Die kommen hier hin, die Melone kommt in die Mitte.
habe ich noch dazu gehört, werde ich heute zum Souvlaki-Burger dazu machen. Für meinen Mann einmal Mini-Beef-Tiki, die war noch runtergesetzt. Genau, und für Lidl habe ich jetzt 45 Euro gezahlt. Ist trotzdem viel für das, dass es nicht viel ist, gell? Und für, ja okay, die Eier kosten schon 3 Euro. Die Iradunus, die haben schon 6 Euro irgendwas gekostet. Ich habe halt auch ein bisschen, genau, der Gazi. Leider. Es ist nicht Kelido, es ist quasi. hat auch einiges gekostet. Da habe ich 45 Euro, wie gesagt, gezahlt. Und bei Edeka habe ich 8 Euro irgendwas gezahlt. Also da ist überschaubar gewesen. Ach, ich liebe es, durch die Regale zu gehen und mir runtergesetzte Produkte rauszusuchen. Genau, ich werde das mal wieder wegräumen. Und habe auch schon die ganzen Flaschen ins Auto geräumt, weil ich die morgen mal wegbringen will. Und ich muss auch noch Post wegbringen. 3 Gewinne insgesamt. Einer ist leider zurückgekommen von einer Dame. Die hat gesagt, die hat leider mit ihrer Post ein bisschen Probleme. Sie hatte leider keinen Zettel drin und bei mir kam es dann einfach wieder zurück. Das muss ich jetzt leider nochmal verschicken. Bei einer ist etwas verloren gegangen. Das muss ich nochmal verschicken. Und eine hat sich schon gemeldet. Das verschicke ich dann gleich mit. Es ist gerade einfach nur anstrengend. Ja, und das werde ich morgen machen. Da werde ich dann die Post wegbringen und werde die Flaschen wegbringen. Und heute werde ich dann den Souvlaki-Burger machen für meinen Mann. Und ich denke, dass ich das Ganze dann unten anrichten werde, dass wir unten essen können. Ist schöner. Heute ist so ein richtig schöner Tag, da setzen wir uns lieber raus zum Essen. Weil die nächsten Tage soll es dann eh wieder bewölkt werden. Meine Haare tun übrigens schon wieder nicht das, was sie sollen. Ja, genau. Das ist das, was so heute passiert. Ach ja, ich habe noch 3 Boxen. Die werde ich aufnehmen. Die werde ich mit dieser Kamera aufnehmen, weil ich da dieses Mal ein anderes Format aufnehme. Und zwar, wo man mich nicht sieht, dass ich mich nicht extra zusammenrichten muss. Aber ihr so schnell wie möglich die Boxen eben seht. Weil heute werde ich mich nicht mehr zusammenrichten. Ja, genau. Schaut auf jeden Fall vorbei, weil dürfte vielleicht dann schon online sein. Da ist ein Gewinnspiel mit dabei. Bei der Apothekenbox. Wie heißt sie? Rosenapotheken. Nein, das war nicht die Rosenapothekenbox. Doc Morris. Doc Morris Box? Ich glaube Doc Morris. Bin mir aber nicht sicher. Schaut auf jeden Fall vorbei. Dürfte am Montag online gekommen sein, spätestens Mittwoch. Genau. Flaggy Hähnchenburger. Genau, brauchen wir einmal Hähnchenbrust, Ofenkartoffel, Joghurt, rote Zwiebel, Knoblauchzehe, kleine Salat, Gurke, Gewürzmischung, Halosuflaki und vegane Brioche. Genau, habe ich jetzt alles hier. Also die Gurke ist wirklich möglich. Einmal die Brioche. Den Joghurt habe ich leider nicht mehr gefunden. Anscheinend habe ich den für was anderes verwendet, obwohl ich nicht sollte. Auf jeden Fall nehme ich da jetzt den her. Kartoffeln. Das sind die, die drin waren. Ich habe jetzt noch extra welche dazu, weil ich glaube, die 2, die werden uns nicht reichen. Zwiebel, einmal das Gewürz, Souvlaki-Gewürz. Ich weiß gar nicht, für was das ist. Wahrscheinlich für das Hähnchen. Das Hähnchen und sehr viel Knoblauch. Und den machen wir jetzt miteinander.
So, da ich doofe Nuss mal wieder vergessen habe, den Osmo zu laden, nehme ich das einmal mit dem Handy auf und will euch zeigen, was ich dieses Mal so bestellt habe. Bei HelloFresh. Die Box ist heute gekommen. Ist jetzt gar nicht so leicht mit einer Hand, weil den Osmo dann hätte ich einfach irgendwo hinstellen können. Och Mensch. So, und zwar haben wir hier einmal wieder Gutscheine. Also, falls ihr eine haben wollt, schreibt mir. Und hier haben wir, was ist das? Hello French, unser Lunch in 15 Minuten auf deinem Teller jetzt neu. Was ist das? Ach, das sind wahrscheinlich die, wo recht schnell gehen, auf 15 Minuten oder so. Genau, ich habe mir einmal bestellt, beziehungsweise uns einmal bestellt, Bowl de Asia Bowl mit Avocado und grünem Spargel. Oh, sieht so lecker aus, ich sag's euch. Und dann einmal Sesamhähnchen mit Hoisin, etwas Soße, da bin ich auch gespannt drauf, wie auf alles. American Bowl mit Hähnchen und Avocado, kann ich euch gleich sagen, schmeckt mega. Habe ich schon, ich glaube, das vierte Mal jetzt, ist eigentlich unser Lieblingsgericht, deswegen musste das auch wieder mit. Und dann werden wir dieses Mal einmal probieren, frische Bandnudeln mit Curry, Sahne, Soße und Brokkoli. Genau, das sind alle Rezepte und ich packe das alles jetzt aus, suche die Kühlprodukte raus und tue sie im Kühlschrank. Echt keinen Platz mehr haben, aber egal, ich bringe es schon irgendwie rein und ja, werde euch dann natürlich wieder mitnehmen, wenn ich das Ganze koche. So, ich war jetzt schnell einkaufen bei Edeka, weil ich ein paar Sachen gebraucht habe. Spontan, das ist das Zeug vom Edeka und weil ich eine To-Go-To-Go-Tüte wieder habe. Wieder vom Bäcker. Hier haben wir einmal drin eine Semmel und ein... Diesmal ist es eine Brezel, letztes Mal war es ein Brezel drin. Oh Maus, was ist denn los? Habt ihr das gehört? Ja, wir gehen mal gleich Gassi. Ja, gleich. Dann haben wir einmal Fösslauer Ingwer Lemon plus Koffein. Oh, kann ich auf jeden Fall brauchen. Und dann natürlich wieder das obligatorische Pesto, das jedes Mal drin ist. Ist aber nicht schlimm. Und dann einmal ein... Was ist denn los? Nudeln. Dann einmal ein Monster Energy Ultra Rosa für meinen Mann dann. Einmal Yum Yum Nudeln Asia Cuisine Beef Flavor. Wahrscheinlich auch mein Mann essen, denke ich mal. Dann wieder eine Soße, dieses Mal wieder die Tandoori. Freue ich mich auch. Ein Dessert, und zwar Creme Dessert Löffel. Oh, ihr seht es gar nicht. Creme Dessert Löffelglück wahrscheinlich oder so. Nein, Löffel, doch Löffelglück. Nach Art Mandarinenkäsek. Der hört sich lecker an. Mandarinenkäsekuchen und einmal einen Omnibar. Carrot Ginger, da bin ich auch gespannt drauf. Kommt gleich rüber zu meinen Bars. Genau, alles wieder für 5 Euro und ihr seht, was die Sachen da kosten. 1,79, 3,39, ich weiß nicht, ob ihr was draufsteht, ich glaube nicht. Ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, das kostet auch 2,59, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der kostet auch schon 1,29. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem, was ich bei Edeka gekauft habe. Einmal für meine Nachbarin, weil die Geburtstag hat am Sonntag. Alles Gute, Milka-Herzen. Für meinen Mann, damit er heute was zum Essen hat und ich nichts machen muss. Einmal der Edeka Deli Caprese und Pastasalat. War runtergesetzt, ihr wisst es, da kann ich nicht vorbeigehen, wenn der runtergesetzt ist, muss ich den mitnehmen. Dann habe ich wieder Banane mitgenommen, weil ihr seht, es ist bloß noch eine übrig. Die legen wir natürlich oben drauf, dass sie als erstes gegessen wird. So, dann einmal Lauchzwiebeln, denn ich will mir Chips machen. Und zwar Zucchini-Chips. Habe ich ein Rezept gesehen im Internet. Zucchini aufs Blech würzen mit ein bisschen Öl, aufs Blech Käse drüber und dann eben eine Dip dazu. Und da will ich Lauch rein. Genau, und dafür habe ich auch den Käse light gekauft, weil wir machen morgen einen Kinoabend. Denn mein Neffe kommt. Genau, mein Neffe kommt von Freitag auf Samstag. Und deswegen habe ich auch eine Pizza gekauft, denn er will eine Pizza Hawaii. Dann habe ich mir einmal Reiswaffeln geholt, weil ich bei Alana Davison, das schaue ich super gerne, ist eine kanadische YouTuberin, die isst immer diese Reiswaffeln zusammen mit Peanut Butter und Banane drauf und ein bisschen Salz und das will ich unbedingt testen, deswegen habe ich jetzt die mitgenommen. Und dann haben wir einmal Salami für meinen Mann wieder, weil die wieder leer ist. Dann gab es 1 Euro billiger eine Humansoße, da habe ich die Hamburger Soße original mitgenommen. Dann einen Joghurt auch für den Dip, dann einmal Reispapier, weil meins fast leer ist, dann zweimal Milch und auch für meine Nachbarin einen kleinen Rotkäppchen-Sekt. Genau, also das war alles. Das verräume ich jetzt, damit ich mit dieser Maus hier unten Gassi gehen kann. Ne, Mali? Geh mal Gassi.
So, kleines Pflanzen-Update. Basilikum Gott sei Dank noch gerettet. Der mag irgendwie nicht so, wenn ihr euch den jetzt anseht. Das sind die gleichen Pflanzen und die habe ich gleich eingepflanzt. Der wächst besser als der. Ist halt so. Da kommen sehr, sehr gute Pflanzen raus. Die Tomate, die sieht jetzt noch nicht so toll aus. Da kommen jetzt langsam Pflanzen raus, aber auch nicht so sehr. Die Tomate, die ist sehr gut gewachsen, wenn ihr jetzt hinschaut. Die steht unter Baum. Ja, die Zucchini, die ist jetzt noch gleich groß, aber da sieht man schon, dass ein paar Früchte kommen. Seht ihr das? Da ist eine Zucchini auf jeden Fall. Und da kommt auch noch eine, glaube ich. Also da kommt einiges raus. Bin ich schon gespannt. Meine Kohlrabi, die eine habe ich zumindest gerettet. Bei der bin ich mir jetzt nicht sicher, obwohl da jetzt schon ein Blatt rauskommt. Ja, da muss ich jetzt gucken. Der Salat, den habe ich auch gerettet. Und da ist irgendwie nichts mehr zu sehen. Der hat sich während dem Gießen einmal umgedreht und seitdem nie wieder gesehen. Vielleicht kommt er noch, vielleicht nicht. Die Tomaten, die sehen recht gut aus. Sind auch schon gewachsen, ein bisschen kräftiger geworden auf jeden Fall wieder. Nachdem ich sie so spät eingepflanzt habe. Ja, die wuchert richtig. Das ist die Gurke, glaube ich, oder? Nein, oder? Das ist die Zucchini. Das andere war die Gurke, deswegen. Das ist die Zucchini. Da kommt jetzt, kommen da schon. Da im Eck sieht ihr so ganz kleine Pflänzchen, kommen da schon. So ganz kleine Zucchini. Ja, die Paprika ist auf jeden Fall auch gewachsen, aber da sieht man jetzt noch nicht so viel. Das mag irgendwie nicht so. Also jetzt kommen ein paar raus, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die Aubergine, die wächst auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das wächst auch sehr, sehr gut, auch wenn ich nicht weiß, was es genau ist. Ja, aber mal gucken. Die Tomate, die muss ich jetzt dann feststecken, weil die schon etwas zu groß ist. Jetzt muss ich es mal Meyers Ball werfen. Und einmal der Kürbis sieht aus wie eh und je, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Er ist größer geworden, hat mehr Blätter bekommen. Aber jetzt nicht so wahnsinnig viel.